Ja, da war's kurz. Nein, ist wieder falsch. Ja, da war's kurz. Ja. Ja, so will ich es haben. Ja. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Und meine lieben Freunde, ich habe jetzt mal etwas getan. Wenn ich hier mal in meinem Baumenü schaue, dann werdet ihr auch gleich ahnen, was ich getan habe. Es ist möglich, die Spielstände im Experimental-Modus von Satisfactory auch mit einem Savegame-Editor so zu modifizieren, dass alle bereits enthaltenen Bauelemente oder Technologien oder was auch immer, die man noch nicht sehen kann, die aber trotzdem schon drin sind, dass man die freischalten und sehen und bauen kann. So. In dem Fall haben wir jetzt hier die neuen Wände, die sehr wahrscheinlich mit dem nächsten großen Content-Update, das wird dann das Tier-7-Update sein, ins Spiel integriert werden. Denn im Tier-7-Update wird es ja so sein, das kommt Ende Mai in den Experimental erstmal, da wird es so sein, dass man Aluminium verarbeiten kann. Und dieses Aluminium wird man benutzen können, um damit Fenster oder beziehungsweise Wände mit Fenstern, mit Glasscheiben zu bauen oder bauen zu können. Momentan sind die Kosten noch auf Standardwände gemünzt, also noch ohne Aluminium, wahrscheinlich damit man es besser testen kann als Entwickler, dass man dann nicht ständig immer Aluminium sich erzeugen muss dafür. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal, was nehmen wir denn mal hier, Wand mit Fenster nehme, dann seht ihr, die hat noch keine Textur, aber ihr seht schon so ungefähr, wie die Fenster dann gespaced werden. Also das ist so eine Industriefensterreihe, würde ich jetzt sagen. Die Frage ist halt, da das hier nur ein Vorschaumodell ist, bleibt das so oder wird das vielleicht nochmal geändert werden? Es ist durchaus möglich, dass sich hieran nochmal was ändern wird, weil das sieht schon so ein bisschen sehr provisorisch aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also das ist nicht so ein schönes Design, aber es kann sein, dass sich, wenn dann eine Textur dazu kommt, dass es dann gleich schon wieder direkt anders aussieht. Ist halt so eine Sache. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal den Eindruck, es kommen Fenster. Sie sind auf dem Weg, die Fenster. Genau. Was es dann auch noch gibt, sind beispielsweise Wände, die nur halb hoch sind. Ich mache jetzt mal zum Vergleich hier, baue ich jetzt einfach mal so eine Wand auf. Das ist eine normale Wand, die wir schon kennen. Und das ist die halb hohe Wand. Wir sehen jetzt hier, die ist quasi von der Textur her einfach nur mal halbiert. Vom Modell her auch. Und wir sehen, es ist fast dieselbe Textur, ne? Man sieht das jetzt hier. Die abschließenden Rahmen oben und unten wurden einfach zusammengezogen. Es wurde quasi vom Modell her im Mittelteil einfach was rausgenommen, sodass das halt exakt die halbe Höhe ist. Das ist eigentlich schon ganz cool so. Also man kann da schon ein bisschen was sehen, wie das dann aussehen wird. Ich baue jetzt hier einfach die Fenster nochmal nebendran. Wir bauen jetzt einfach mal hier oben die ganzen Sachen auf, würde ich sagen, so ein bisschen nebeneinander. So, dann haben wir hier eine Wand mit Fenster, wo die Fenster oben drin sind tatsächlich. Also so eine Art Oberlicht. Sowas ähnliches, wie ich eigentlich da gerne mal gehabt hätte. Wobei in dem Fall würden die Foundations, die da in dem Gebäude drin sind, die Oberlichter wahrscheinlich sogar verschließen. Das können wir gleich mal... Ja, die würden sie definitiv verschließen. Auf jeden Fall. Aber immerhin, Fenster mit Oberlichtern. Also so, was heißt Oberlichter? Das sind halt so Lichter oder Fenster, die halt oben an der Reihe angebracht sind, nicht mittig. Aber auch schon ganz cool eigentlich. Besser so kleine Fenster oben als keine Fenster. Genau, dann haben wir hier, ich glaube, das ist ein komplettes Fenster. Ja, das ist ein komplettes Fenster, das sehen wir jetzt hier. Also eine große Fensterscheibe, aber da stimmt mit dem Spacing, glaube ich, was noch nicht ganz. Jetzt haben wir hier leider den Schatten von dem großen Gebäude am Start. Aber das stimmt mit dem Spacing noch was nicht, oder? Warte mal, wenn ich nochmal so ein Ding daneben setze. Mal gucken. Nee, doch. Also wenn man die Dinger so direkt nebeneinander setzt, passt das sogar ganz gut. Das sieht sogar verdammt cool aus, wenn ich das mal sagen darf. So eine richtig schöne große Fensterwand mit so ganz schmalen Rahmen. Das ist ja fast wie ein Flachbildfernseher, wie ein großer. Nicht schlecht. Coole Sache. Das sieht schon verdammt geil aus, meine lieben Freunde. Das sieht mega geil aus. Nicht schlecht. Wenn ich das mal ohne Interface mal, wenn wir uns das mal
angucken hier. Das ist schon cool. Fenster, meine lieben Freunde. Es wird Fenster geben. Und wir sehen hier, ich weiß nicht, auf Twitch seht ihr das wahrscheinlich nicht. Auf YouTube könnte es sein, dass ihr es seht. Man sieht da so eine leichte Textur auf der Scheibe. So ein bisschen so ein leichte Kratzer sieht man da. Bei Twitch wird wahrscheinlich die Auflösung das nicht hergeben, dass ihr das seht. Hier sieht man es am besten noch, wenn man gegen die Sonne guckt. Aber auf YouTube könnte es sein, dass ihr da was erkennt. Ja, ihr seht da so ein bisschen so leichte Kratzer drauf. Wie gesagt, es kann sein, dass sich am Look durchaus noch was ändert. Aber momentan ist das erstmal der Stand der Entwicklung. Wie gesagt, bei einigen Fenstern ist die Textur noch nicht fertig. Hier bei dem hier scheint das Modell auch noch nicht so ganz fertig zu sein. Wobei das hier schon recht gut aussieht eigentlich. Und ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben diese Fenster. Oder waren das jetzt dieselben? Moment, das war... Ach, das war jetzt dasselbe... Nee. Window 8 Meter mal 4 Meter 3. Nee, es ist dasselbe irgendwie. Glaube ich. Ja, es sieht aus wie das gleiche irgendwie. Das ist, hat irgendwie keinen Unterschied. Keine Ahnung, es ist zweimal vorhanden, warum auch immer. Ich mach das mal weg. So, dann nehmen wir mal das hier. Wand mit Fenster. Ah, guck mal, das ist auch cool. Von der Idee her. Das ist einfach so ein Aussichtsstreifen. Das hat schon fast was von so einem Bunker, so ein bisschen. Aber das ist auch ganz geil. Schade, dass da noch keine Textur jetzt drauf ist, aber man kann sich das schon vorstellen, oder? Man hat jetzt deutlich mehr Variationsmöglichkeiten, so Aussichtspunkte zu bauen. Oder einfach so Möglichkeiten, seine Produktion ein bisschen transparenter zu machen. Man kann zum Beispiel so einen Gang durch seine Fabrik bauen, wenn links und rechts dann die Anlagen da so sind, ne? Und dann kann man dann so rausgucken und sieht dann die Anlagen durch die Scheibe. Das ist viel cooler als immer so diese, ich sag's mal, wenn man dann durch die Fabrik läuft und die Anlagen sind einfach da und da. Das ist einfach irgendwie so langweilig. So hat das nochmal so einen Gang, oder so einen Gang hat das nochmal, so einen Effekt von wegen, man hat so einen Schlauch, wo man durchläuft, weil die Fabrik zum Beispiel keimfrei sein muss oder so. Ja, das ist schon irgendwie cool. So eine Hightech-Feeling hat das einfach, ja, wenn du da so einen Besuchergang hast. Und das ist auch eine tolle Neuerung, die kommen wird. Diagonale Wände. Meine lieben Freunde, wie lange haben wir drauf gewartet? Jetzt ist es endlich soweit. Es wird diagonale Wände geben. Wir sehen hier die Textur, die ist halt noch gar nicht existent dafür. Das ist wirklich nur so ein Platzhalter. Aber wir sehen, wo die Reise hingeht, definitiv. Wir sehen, wo die Reise hingeht. Wir können jetzt dann quasi auch, ja, viel interessantere, viel spannendere Strukturen bauen mit diesen Mitteln. Und das ist schon ziemlich geil. Also man kann jetzt hier wirklich das, was ich schon mal bauen wollte, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich weiß gerade nicht, ob ich es auf YouTube oder im Stream mal gezeigt hatte. Ich wollte mal versuchen, die Foundations so anzuordnen, dass genau das rauskommt. Dass man da so schräg bauen kann. Und das geht jetzt dann. Allein das ist schon cool und allein das, deswegen freue ich mich dann schon auf das Update Ende Mai. Genau, und dann gibt es das Ganze natürlich auch wieder in halbhoher Form. Ist ein bisschen schwer, den Snap-Point zu finden. Wahrscheinlich arbeiten sie da noch ein bisschen dran. Wie gesagt, das ist hier absolut nur in der Vorschau gerade. Ja, das ist nicht final, nicht mal ansatzweise. Es ist ganz schön schwer, jetzt hier diese Foundation, die wir hier haben, als Snap-Point zu kriegen. Ich will das eigentlich genau hier nebendran setzen. Funktioniert gerade leider nicht. Ich will es genau hier draufsetzen. Ja, ich glaube, da arbeiten sie noch dran. Ja, ja, so, aber jetzt, nee, nein, ich will es in die andere Richtung drehen. Warte mal, wenn ich von da gucke vielleicht, wenn ich das hier so mache. Ja, da war es kurz. Nein, ist wieder falsch. Ja, da war es kurz. Ja, ja, so will ich es haben. Ja, nice. Genau so. Ja, sieht auch cool aus. Ja, da werden die Gebäude auf jeden Fall viel spannender sein ab jetzt. Viel interessanter, gestaltbar. Boah, meine lieben Freunde, ich werde so coole Sachen bauen. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Kann ich euch jetzt schon ankündigen. Ich werde so coole Sachen machen. Genau, 2 Meter haben wir hier. Das ist die ich gerade benutzt habe. Dann haben wir hier eine Diagonale mit Fenster. Aber irgendwie,
Okay, das ist nur die Standardwand. Das scheint irgendwie noch nicht so richtig zu funktionieren. Da wurde noch nichts gemacht. Genau, und was es auch gibt, endlich, meine lieben Freunde, gibt es Zäune, die auf die Kanten der Foundation snappen. Nie wieder muss man sowas machen, wie das, was ich hier gemacht habe, dass man diese komischen Walkways missbraucht, um eine Balustrade zu haben am Rand von seiner Foundation. Das geht jetzt tatsächlich mit diesen Zaunstrukturen. Ich finde, sie sind noch ein bisschen sehr filigran. Also man, es könnte, ich würde es mir so vorstellen oder wünschen, dass es zwei Varianten gäbe. Eine Variante, die hier abgerundet ist am Rand, und eine, die durchgängig ist. Also eine, wo hier das Rohr einfach weitergeht, sodass du die Rohre einfach so aneinander setzen kannst. Und dann vielleicht noch eine, die man in die Ecke setzen kann, die dann hier einen Anschluss hat und hier einen Anschluss hat, sodass du dann die Ecken ausfüllen kannst. Ja, dass das dann so nahtlos rumgeht und nicht so diese unterbrochenen Stellen hat. Das wäre noch eine ziemlich geile Option. Das wäre noch ganz cool, wenn es das gäbe, aber ja, mal gucken. Da geht ja auch noch was. Und zur Not, vielleicht kommen ja irgendwann dann, wie gesagt, die Modder drauf, wenn dann Mod-Support am Start ist, sowas dann entsprechend noch nachzureichen. Aber ich finde das jetzt schon ziemlich cool, dass sowas überhaupt kommt. Da muss man nicht mehr, wie gesagt, diese komische Lösung für die Walkways oder mit den Walkways da machen, dass man, wenn man dann da die Balustrade haben möchte, nur deswegen da die Walkways zu setzen, ist immer ein bisschen ätzend, weil die auch so einen komischen Snap-Point haben dann. So, genau. Dann haben wir das. Und es gibt auch neue Rampen, meine lieben Freunde. Und zwar, ah, mal gucken, stürzt es jetzt ab? Nee. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich stürzt es jetzt nicht ab. Es gibt auch neue Rampen. Ich mache mal hier das Licht an, damit man es besser erkennen kann. Spitz zulaufende Rampen, die in den Ecken platziert werden. Ja, die ist hier so auf der Hälfte abgeschnitten. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass es auch Wände geben wird, die diagonal platziert werden, die dann Türen enthalten. Und dann könnte man dann hier so, oh, klappt jetzt von der Hitbox noch nicht so ganz. Ja, die Hitbox ist noch ein bisschen komisch hier. Wie gesagt, ist alles nur eine Preview, aber da könnte man dann hier schon dann durch die Tür laufen entsprechend so, ne? Wenn dann hier noch entsprechende Tür wäre, ist auch schon ganz cool. So, dann haben wir Rampe diagonal, 2x8, das ist dieselbe. Dann haben wir diese hier noch. Ah ja, das ist einfach nur die nächst steilere Variante. Und das würde dann entsprechend, ihr seht das schon, ne? Wie das dann snappt. Das snappt dann entsprechend mit diesen Rampen. Das heißt, man kann dann zum Beispiel sowas bauen. Jetzt haben wir hier eine Verbindungsrampe. Und diese komischen Ecken, die man da manchmal hat, ne? Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hatte ich das hier? Ja, hier, genau. Die fallen dann weg. Also das wäre jetzt hier sogar schon ein praktisches Anwendungsbeispiel für diese Rampe. Wenn ich jetzt hier sage, ah, das ist die andere Variante. Genau. Einmal eingefüllt. Jetzt ist es noch ein bisschen komisch, dass hier noch ein Loch ist. Ich vermute mal ganz stark, da wird es noch weitere Varianten geben, mit denen man das dann ausfüllen kann. Also sowas wäre zum Beispiel denkbar, dass man das dann da hinsetzt so. Aber ich vermute mal, da wird es dann noch so dreieckige Foundations geben, die jetzt hier scheinbar noch nicht drin sind. Oder? Diagonal, mal gucken. Ist es das? Ah, das ist es, genau, guck mal. Damit kann man das dann zumachen. Diagonale Foundations. Damit habe ich jetzt diese Lücke wunderschön geschlossen. Wie gesagt, man muss jetzt die Tatsache natürlich ignorieren, dass hier keine Textur drauf ist. Ja. Genau. Pyramiden und Außenecken wird es geben. Und das ist schon eine coole Neuerung. Ja, also man kann jetzt wirklich dann Pyramiden aus den Foundations machen. Man kann die Ecken vor allem auch dynamisch platzieren. Man kann sowohl Innenecken machen, als auch Außenecken. Wir probieren das gleiche hier jetzt nochmal mit einer Außenecke. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Foundation-technisch oder Rampentechnisch, wenn ich jetzt sowas habe und ich will da
eine Ecke reinsetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Das wäre dann... Ja, nee, nicht das. Das wäre dann... Das. Pyramiden incoming, kann ich dann noch sagen. Die dann vor allem auch gut aussehen. Nicht schlecht. Nur eine Spitze fehlt noch. Man müsste hier jetzt noch eine Spitze draufsetzen können. Das wäre natürlich noch super cool. Wir können auch mal noch was anderes probieren. Wir können ja mal die Pyramide tatsächlich mal ausprobieren, so wie sie richtig gebaut werden würde. Machen wir das mal so. Na. Jetzt will er mir hier den Snappoint nicht machen. So. Einmal so, einmal so. Genau, dann wäre hier jetzt... Das Ding wäre da jetzt am Start. So, und jetzt müsste man, glaube ich... Da kann man noch nicht hochlaufen. Das geht noch nicht. Wie gesagt, die Hitbox ist noch nicht final. Jetzt könnte man... An der Stelle... Ah, falsch. Moment. Genau, theoretisch. Nee, Moment. Das ist falsch. Das ist jetzt falsch. Jetzt bräuchte man hier noch so eine schräge Ecke noch. Das wäre ziemlich cool. Wenn ihr versteht, also es müsste jetzt hier noch so eine zusätzliche Ecke geben, dass die Foundation so verläuft und dann hier der Knick ist. In der Mitte. Ich weiß gar nicht, gibt's das? Das gibt's doch auch. Oder gab's doch auch. Nee. Das ist was anderes, definitiv. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es da trotzdem noch weitere Varianten geben wird. Wie gesagt, das ist ja hier nur eine Preview. Erstmal. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon Feuer und Flamme, wenn ich mir die Sachen hier so angucke. Also insbesondere die Fenster. Wie gesagt, diese Ecken aufzufüllen, das ist nice to have. Das ist jetzt aber für mich jetzt erstmal nicht so gravierend, wie Fenster zu haben. Wie gesagt, ich freue mich schon, insbesondere hiermit zu arbeiten. Oder hiermit zu arbeiten. Wird schon ziemlich nice, meine lieben Freunde. So, ich glaube, das war's tatsächlich. Muss man mal gucken. Irgendwas vergessen. Fundament diagonal. Ja gut, wir haben hier noch diese schrägen Fundamente. Die man halt hier dran setzen kann. Natürlich auch in den verschiedenen Höhenstufen. Also man kann dann durchaus auch so Diamant-Foundations bauen, diamantförmige. Und das kann man natürlich mit den Wänden dann auch wieder kombinieren. Denke ich mal, wenn ich jetzt hier versuche. Ja, genau. Dann einfach die Wand da drauf. Sieht, wie gesagt, alles noch ein bisschen komisch aus, weil es noch keine Textur hat. Aber die Möglichkeiten sind, glaube ich, für euch schon... Ersichtlich. Nicht schlecht. Toll, toll. Ich guck gerade, ob es noch irgendwas gab. Bei den Türen gibt es noch keine neuen, wie gesagt. Aber ich rechne damit, wenn es sowas gibt wie diagonale Wände und so. Oder diagonale Wände mit Fenstern. Dann wird es auch diagonale Wände mit Türen geben, garantiert. Also es wäre sehr komisch, wenn es das nicht gäbe. Genau. Das ist es gewesen. Zumindest das, was man schon... anschauen kann. Es ist damit zu rechnen, dass während neue Hotfixes in den Experimental reingepatcht werden, dass das Ganze sich hier noch erweitern wird, die Liste mit Sachen, die man bauen kann. Vielleicht kommen auch wieder die Sachen, die man schon mal in den anderen Varianten benutzen konnte. Vielleicht kommen dann auch wieder die Atomkraftwerke über diese Art und Weise rein und die Züge. Ich werde das im Auge behalten, wie gesagt. Ich werde da immer mal reinschauen, was es da so Neues gibt. Aber wie gesagt, wenn man das macht, muss man halt immer darauf achten, dass man einen extra Spielstand dafür nutzt, weil man ja in der Datei des Spielstandes drum rumwursteln muss. Das geht nur mit einem Spielstand-Editor, mit einem Savegame-Editor, der nur die Spielstanddatei verändert tatsächlich. Also der macht nichts am Spieldateien selber, aber nur die Savegame-Datei.
Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock habt, Satisfactory selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank an der Stelle und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao!